Herzlich willkommen zum Spitzengespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Über die letzte Generation will ich heute reden. Sind Ihre Aktionen gefährlich, eine Schande gar, wie manche behaupten, oder eine Art Notwehr im Kampf gegen den Klimawandel? Mittlerweile lassen sich sogar schon Bürgermeister von Ihnen bestechen. Geht das zu weit? Diese und andere Fragen habe ich heute an Aimée van Baalen. Sie ist Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation und hat für ihre Protestaktionen auch schon einige Zeit im Knast verbracht. Sie sagt, die wahre Kriminelle ist nicht die letzte Generation, die wahre Kriminelle ist die Regierung. Einen schönen guten Tag. Hallo. Und ich begrüße Konstantin Kuhle. Der Jurist ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Sprecher der FDP-Fraktion. Er sagt, die letzte Generation reißt mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thunberg gemeinsam aufgebaut haben. Und er bezeichnet die Haltung der Aktivisten als, ich zitiere, im Kern antidemokratisch, totalitär, autoritär und von einer Herablassung geprägt, die kontraproduktiv ist. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wir schauen gleich zu Beginn mal auf eine Aktion vom vergangenen Wochenende, eine Aktion der letzten Generation. Dort wurde im Berliner Regierungsviertel das Grundgesetzkunstwerk beschmiert. So sah das aus. Schwarze Klebmasse wurde da verwendet. Das Kunstwerk befindet sich quasi im Schatten des Reichstags. Und die Frage an Sie, Frau van Baalen, was bitte sollte diese Aktion? Also es ist ganz klar, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir eben weiterhin Erdöl fördern oder ob uns die Grundrechte wichtig sind. Diese schwarze Klebmasse sollte Erdöl symbolisieren? Genau, war es natürlich nicht. Es war Kleber, der gefärbt war und ist heute auch komplett wieder sauber, das Kunstwerk und das Manifest quasi. Und uns muss klar sein, wenn wir in die Klimakatastrophe steuern, dann sind unsere Grundrechte einfach absolut bedroht. Und dementsprechend müssen wir alles dagegen tun, diese Klimakatastrophe weiter zu befeuern. Zum Beispiel Erdöl möglichst schnell nicht mehr fördern, um eben zu verhindern, dass unsere Grundrechte eines Tages nichts mehr wert sind. Was halten Sie von der Aktion, Herr Kuhle? Ich bin dankbar und offen für jede Form von kreativem Protest und glaube, dass wir eine große gesellschaftliche Debatte brauchen über Klimaschutz. Aber schwarze Farbe auf ein Grundgesetzdenkmal zu kippen, ein Denkmal, wo jeden Tag Leute vorbeigehen, unterschiedlichster politischer Couleur, die jeden Tag dafür arbeiten, dass es den Menschen in diesem Land besser geht, das überzeugt niemanden. Und das führt dazu, dass die gesellschaftliche Spannung und Spaltung mit Blick auf das Thema Klimaschutz immer weiter zunimmt. Und das macht aus Klimaschutz ein absolut radikales Nischenthema. Und das ist total schade. Sie haben sogar getwittert, wenn sich dieses Tempo der Radikalisierung fortsetzt, muss die letzte Generation früher oder später vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Warum das? Also mir ist erstmal wichtig, dass der Verfassungsschutz ja selber entscheidet, wen er beobachtet und wen er nicht beobachtet. Das heißt, Politiker. Frau van Baalen findet sie auch gut. Genau. Also Politiker, die sagen, die müssen jetzt beobachtet werden, das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber wir erleben eben, dass Menschen glauben, und das finde ich höchst problematisch, dass politischer Protest darin bestehen kann, die Grundwerte unseres Zusammenlebens, unseres Staatswesens, nämlich das Grundgesetz, zu beschmutzen und von da noch einen Schritt weiter zu gehen, ist eben nicht mehr so weit entfernt. Und deswegen mache ich mir große Sorgen um die Klimabewegung und würde mir wünschen, dass man sich von solchen radikalen Elementen trennt und sowas nicht mehr macht. Ich glaube, das führt in eine Richtung, in der niemand überzeugt wird und in der wir Spaltungen, die wir schon an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft haben, immer weiter betreiben. Es gab wirklich, Frau van Baalen, heftige Reaktionen, gerade auf diese Aktion. Ich meine, heftige Reaktionen sind Sie mittlerweile gewöhnt. Es gab viel Empörung. Wir sehen hier zum Beispiel die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mit dem kurzen Satz, diese Aktion ist einfach nur daneben. Das ist die Vorsitzende der Partei, die Grünen. Wenn selbst die so auf Distanz zu Ihnen und Ihren Aktionen geht, muss Ihnen das nicht zu denken geben, ob Sie wirklich das Richtige im Sinne des Klimaschutzes hier erreichen? Also was wir da sehen, ist ganz klar eine Ablenkungsdebatte, um eben nicht darüber sprechen zu müssen. Die Frau Lang zum Beispiel führt. Genau, zum Beispiel. Um eben nicht darüber sprechen zu müssen, warum dieser Protest überhaupt stattgefunden hat, warum wir überhaupt dort dieses Kunstwerk mit Farbe übergossen haben. Wovon will sie ablenken?
von dem eigenen politischen Versagen, dem Versagen, dass eben die Politik gerade uns in eine um die 2 bis 3 Grad heißere Welt führt, wo ganz klar ist und wo auch führende Klimawissenschaftler sagen, dass unsere Grundrechte dann einfach nicht mehr gewahrt werden können. Wie denn auch in einer Welt, in der nicht genügend Lebensmittel vorhanden sind, die Wasserknappheit immer weiter vorangetrieben wird, der Raum, auf dem wir leben können, sich begrenzt, da muss es zu Spannungen kommen und da wird es zu Spannungen kommen, die eben unsere Grundrechte einschränken. Jetzt haben wir einen Vertreter der Regierungskoalition da. Herr Kuhle, will die Politik ablenken? Nein, und ich finde, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir haben ja ganz viele Länder auf der Welt, in denen es weniger Grundrechte gibt. In dem Video, was wir gerade gesehen haben, wurde der Farbeimer gekippt auf die Versammlungsfreiheit. Wir haben Länder auf der Welt wie China oder Russland, da würden sich die Menschen freuen, wenn sie sich friedlich und ohne Waffen versammeln könnten unter freiem Himmel. Und jetzt kommt's, in diesen Ländern wird weniger für Klimaschutz getan als in Deutschland. Wir haben also Grundrechte in diesem Land, wir haben einen Rechtsstaat, der funktioniert. Und wir tun was für Klimaschutz. Möglicherweise nicht genug. Darüber können wir in der Sache diskutieren, bin ich sehr offen. Aber zu glauben, dass das ein Widerspruch ist, das ist doch sozusagen ein Anschlag im wahrsten Sinne des Wortes auf das, was wir gemeinsam in der Welt erreichen müssen. Nämlich, dass liberale Demokratien sich für Klimaschutz einsetzen. Also wer soll uns denn auf dem Weg folgen? Ich meine, das Argument kennen Sie natürlich, das sagen Politiker immer. Aber wenn wir jetzt sozusagen, wir verlieren jetzt die Regierungen, die sagen, wir machen nichts gegen Klimaschutz, die haben wir schon mal verloren. Und jetzt verlieren wir auch noch alle Menschen auf der Welt, die sich einsetzen für Grundrechte. Die sagen jetzt auch, na, Grundrechte, die werden jetzt auch noch abgeschafft. Also ich begreife es nicht. Das ist einfach mega kontraproduktiv, was da passiert. Das nehme ich tatsächlich gar nicht so wahr. Also erstmal das Wort Anschlag würde ich nicht verwenden. Das ist Farbe gewesen, die nach einem Tag wieder ab war. Der Verfassungsschutz sagt auch regelmäßig, dass unser Protest sich auf demokratischem Boden bewegt. Und die eigentliche Radikalisierung, die hier stattfindet, ist ja die Radikalisierung, die durch nicht genügend Klimaschutz passiert. Und zwar nicht von der Klimabewegung aus, sondern eben in dem Sinne, dass unsere gesamte Welt radikaler werden wird, wenn unsere Lebensgrundlagen bedroht sind. Und das ist aktuell der Fall. Und da würde ich auch gerne hier erstmal in Deutschland bleiben und eben schauen, was wir vor unserer eigenen Haustür tun können. Und da ist ganz klar, dass sie nicht genügend tun und dementsprechend natürlich auch die Grundrechte nicht genügend schützen. Und wenn wir uns so sehr darüber aufregen, dass an einem Tag irgendwie Farbe über ein Grundrecht gekippt wurde, dann müssten wir uns doch mindestens in demselben Maße darüber aufregen, jeden Tag, dass der Klimaschutz, der eben nicht genügend passiert, dazu führt, dass diese Grundrechte irgendwann zerbrechen. Ich bin auch bereit, mich darüber aufzuregen und darüber zu unterhalten, aber am Ende braucht man politische Mehrheiten, um irgendetwas durchzusetzen. Und wenn wir in politischen Mehrheiten denken, dann tragen Ihre Aktionen dazu bei, dass Sie jeden Tag Leute verlieren. Ich bin ja Abgeordneter einer Regierungsfraktion und mein Job besteht darin, jeden Tag Mehrheiten zusammenzufinden im Parlament. Also Leute zu überzeugen, mitzustimmen bei Reformen der Ampelkoalition, zum Beispiel auch für mehr Klimaschutz. 49-Euro-Ticket, 45 Milliarden in die Schieneninfrastruktur. Da brauchen wir Mehrheiten im Parlament. Wenn ich so vorgehen würde wie Sie, würde ich jeden Tag Leute verlieren. Ich würde null durchsetzen, nichts. Und das wäre schlecht fürs Klima. Also was wir nicht sehen, ist, dass wir Leute verlieren, sondern wir sehen im Gegensatz dazu, dass jede Woche sich immer mehr Menschen anmelden, um mit in den Protest zu kommen, weil sie eben wahrnehmen, wie dringlich dieses Klimathema ist. Sie sitzen heute mit mir hier erneut. Ja, Sie müssen sich dazu äußern, was Ihre Politik eigentlich da gerade veranstaltet, was Ihr Plan ist, ob Sie überhaupt einen ausreichenden Plan haben. Das wird ja alles durch unsere Proteste ausgelöst. Und letztendlich haben wir Mehrheiten für Klimaschutz. Wir haben genauso die Mehrheiten für das Tempolimit oder andere politische Maßnahmen, die dann eben trotzdem nicht umgesetzt werden. Und da frage ich mich, wieso. Wie die Mehrheitsverhältnisse tatsächlich sind, das werden wir gleich noch im Detail besprechen. Frau van Baal, mich würde interessieren, wer denkt sich eigentlich Aktionen wie diese aus? Waren Sie beteiligt an der Vorbereitung oder der Ausführung? Nee, bei diesem Protest war ich nicht beteiligt. Das können die Städte quasi selber machen. Also wir haben den Protest jetzt ausgeweitet, sodass eben Städte und Dörfer quasi selbstständig organisieren können, wie ein Protest vonstatten geht. Insofern, und das ist super wichtig, er sich an unseren Aktionskonsens und an unsere Werte hält. Welche Werte sind das denn? Also es ist super wichtig, dass es gewaltfrei bleibt, dass wir niemanden persönlich angreifen, dass wir eben wirklich darauf achten, wie wir unsere Sprache verwenden, wie wir unseren Protest gestalten, dass er sicher ist. Es geht darum, dass er inklusiv ist. Da gibt es ganz viele Gedanken, die wir uns im Vorhinein gemacht haben und die wir auch aufgeschrieben haben. Wie das aussieht, wenn Sie demonstrieren, das haben wir in einem kleinen Einspielfilm mal da. Kollegen haben Sie da bei einer Aktion in Leipzig war das, glaube ich, beobachtet.
Sie sich den Kleber. Viele fragen sich, was ist das für ein Kleber, den Sie da nutzen? Das ist tatsächlich ganz handelsüblicher Sekundenkleber, den man in jedem Laden auch kriegen kann. Haben Sie die immer dabei? Nee, die habe ich nicht immer dabei. Man klebt sich ja nicht unkontrolliert einfach auf irgendwie die nächste Straße, sondern man muss sich natürlich vorher Gedanken machen, wo das stattfindet, wie das stattfindet, eben um diese Sicherheitsaspekte auch einfach kontrollieren zu können. Bei einer ähnlichen Blockade im November 22, wir haben gesehen, bei Ihrer Aktion gab es hier auch Stau. Im November 22 auf einer Autobahn bei Berlin, da blieben Rettungskräfte, zumindest ein Spezialfahrzeug, im Stau stecken. Gleichzeitig war in der Nähe dieser Unfallstelle ein Unfall, eine Frau, die am Ende sogar tragischerweise verstarb. Nun gibt es eine Rettungssanitäterin, die gesagt hat, der Tod stand nicht ursächlich damit zusammen, aber trotzdem hätte man für die Bergung quasi dieses Spezialfahrzeug, was nachweislich im Stau stand, gebraucht. Dann hätten Sie quasi den Tod eines Menschen in Kauf genommen. Also wir lassen immer eine Rettungsgasse. An diesem Tag war es... an diesem Tag aber nicht funktioniert. Aber die müssen die Fahrzeuge... An diesem Tag war es sogar so, dass wir ja noch nicht mal auf der Straße saßen, sondern Menschen waren oben auf der Schilderbrücke und die Polizei hat den Straßenverkehr geregelt. Und ein entscheidender Punkt, warum diese Frau nicht gerettet werden konnte, war eben auch, dass auch das Rettungsfahrzeug zu spät gekommen ist, weil es durch Falschparker... Was war Ihr Einwand, Herr Kuhle? Mein Einwand war, dass die Rettungsgasse ja durch die Fahrzeuge geschaffen werden muss, nicht durch die Demonstranten. Also es ist gut, dass sie auch eine Rettungsgasse lassen, aber wenn da alles voll mit Fahrzeugen steht, kommen die eben nicht durch. Genau. Also mein Punkt ist, es ist einfach saugefährlich. Sie können das nicht kontrollieren, was da passiert. Was wir machen ist, wir kleben uns immer erst an, wenn die Polizei kommt, damit wir eben im Vorhinein alle zur Seite gehen können, falls ein Fahrzeug durch muss. Und wenn die Polizei da ist, dann kann diese natürlich auch die Rettungsgasse regeln. Verstehe. Okay. Genau. Dieses Spezialfahrzeug stand an dem Tag trotzdem im Stau. Wie gesagt, es wurde nach Aussage der Ärztin nicht gebraucht. Mhm. Aber das ist nur ein Fakt. Das berührt Sie nicht. Doch, mich nimmt es unglaublich mit, immer wenn Menschen im Straßenverkehr sterben. Also es ist ja eine absolut tragische Situation, dass das überhaupt noch stattfindet. Und was wir aber versuchen, ist ja langfristig Sicherheit zu bringen. Also wir versuchen langfristig ein Tempo 100 durchzukriegen, wodurch bis zu 100 Tote im Jahr auch einfach nicht sterben würden. Wir versuchen langfristig die Klimakrise aufzuhalten und die Politik eben dazu zu bewegen, dass 4 Milliarden Menschen, die heute schon bedroht sind, eben nicht weiterhin bedroht sind und dass nicht noch mehr Leute werden bis 2050. Ich befürchte, das überzeugt die Politik nicht. Ich glaube, dass sich an der Straße festkleben und diese Form des Protests nicht dazu führt, dass im Bundestag andere Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, es bringt... Sie persönlich überzeugt es nicht. Nein, ich überzeugt es überhaupt nicht. Vertreter der Politik. Ich werde jeden Tag angesprochen, wenn ich im Land unterwegs bin, auf die Protestform. Mhm. Ich finde es total schön, wenn ich auf das Thema Klimaschutz angesprochen würde. Ich werde eingeladen zu Migration, zu Planungsbeschleunigung, zu allen möglichen Themen. Gestern Abend habe ich eine Veranstaltung zu Taiwan gemacht. Total interessant. Ich würde gerne mal mehr zu Klimaschutz eingeladen werden. Aber die Leute sprechen einen an auf die Protestform und nicht auf das Thema Klimaschutz. Aber da müssen Sie doch auch über Klimaschutz sprechen. Ich habe tatsächlich, wenn man Ihren Namen googelt, sieht man, dass Sie in den letzten Jahren, zumindest im letzten Jahr, seitdem es uns gibt, hauptsächlich über Klimaschutz gesprochen haben, wenn es mit der letzten Generation zusammenhängt. Und alleine das zeigt doch wiederum, wie häufig wir durch unseren Protest eben Situationen kreieren, wo natürlich auch das Thema Klimaschutz mit auf den Tisch kommt. Frau von Bein, so wie heute. Aber wir brauchen doch eine politische Mehrheit für das, was Sie vorschlagen. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, in Ihrem Programm stehen, dass Sie ein 9-Euro-Ticket wollen statt ein 49-Euro-Ticket. Jetzt ist die Frage, wie zahlt man sowas? Wo kriegt man das Geld her und wie kann man sowas ausrollen, dass möglichst viele Menschen einen guten öffentlichen Personennahverkehr nutzen können? Jetzt haben wir uns auf die Suche gemacht und haben ein 49-Euro-Ticket auf den Weg gebracht, von dem ich sagen würde, es ist eine Riesenrevolution im Verkehrsbereich, weil viel mehr Menschen die Möglichkeit haben werden, das zu nutzen. Und das war harte Arbeit. Wie soll das denn durch an der Straße festkleben möglich sein? Also erstmal, das erkenne ich an. Man muss sagen, dieses 49-Euro-Ticket ist natürlich nicht auf 49 Euro limitiert, sondern da ist die Möglichkeit da, eine Preiserhöhung später vorzunehmen. Ja, 40 Euro macht auch für sehr, sehr viele Menschen einen großen Unterschied, gerade in Zeiten der Inflation. Und man muss auch sagen, ich finde es ein bisschen absurd, dass immer dieses Geldthema aufkommt. Natürlich ist das wichtig, aber wir sehen, dass gerade letzte Woche wieder eine neue Studie rausgekommen ist, die gezeigt hat, bis 2050 werden wir bis zu 900
900 Milliarden Euro durch die Klimakatastrophe bezahlen. 900 Milliarden Euro. Wie viel Klimaschutz könnten wir davon bezahlen? Und die FDP ist zum Beispiel immer für Steuersenkungen, außer bei klimaschädlichen Subventionen. Und das geht für mich nicht zusammen. Also, wenn man wirklich das Interesse hat, Klimaschutz als Priorität zu setzen, dann muss man doch sowas auch angehen. Und dann muss man natürlich auch die Gegenseite betrachten und schauen, wie teuer ist es denn, keinen Klimaschutz zu machen. Hat Frau van Baalen da einen Punkt? Sie hat einen Punkt, aber man muss Menschen in der Mitte der Gesellschaft eben vom Klimaschutz auch überzeugen können. Und die Menschen, die da im Stau stehen, das sind nicht alles Topverdiener mit sechsstelligem Gehalt, sondern da steht die Pflegekraft, die zum Einsatz will. Da steht der Handwerker, der morgens um 7 Uhr seinen ersten Termin hat. Und wenn ich da anfange, denen jetzt auch noch den Zuschuss zu streichen für ihren Sprit oder keinen Tankrabatt mache oder anderes, dann gehen uns Arbeitsplätze in der Mitte der Gesellschaft flöten und keiner von denen wird sagen, ich bin jetzt für ein Euro-Ticket. Also ganz kurz, tatsächlich so viel über die vermeintliche Radikalität der Aktionen geredet wird, das liegt auch daran an Aussagen wie Ihrem Dresdner Kollegen Christian Bleuel, der diese Woche für viel Aufregung gesorgt hat, als er über die Verkehrsblockaden der letzten Generation sagte, ich zitiere, ich bin zumindest im Hinterkopf mental immer darauf vorbereitet, dass in unseren Staus jemand stirbt. Gerade durch einen Unfall am Ende des Staus könnte es passieren, dass da Menschen sterben und das ist wirklich schwer zu ertragen. Aber es ist etwas, was wir ein Stück weit riskieren müssen. Ja, da würde ich nicht zustimmen. Also ich sage nicht, dass wir das riskieren müssen. Ich glaube, das müssen wir um allen Preis verhindern. Ich gehe selber tatsächlich in den Protest mit dem Wissen, dass es sein kann, dass jemand mir etwas antut. Aber ich glaube, wir müssen da eben wirklich sehr sensibilisiert rangehen. Und da würde ich diese Aussage von Herrn Bleuel auch nicht unterstreichen. Wie stellen Sie sicher, dass nicht viele so denken wie ihr? Viele in unserem Protest, meinen Sie jetzt? Also wir haben vorher ja Protesttrainings, wo wir unsere Werte durchgehen, wo wir wirklich auch nochmal klar machen, warum wir das machen, wo wir üben, dass wir gewaltfrei bleiben, wo wir üben, wie man eine Rettungsgasse bildet. All diese Dinge, die werden dort durchgespielt und eben wirklich vorher trainiert. Und man muss an diesem Training auch teilnehmen, bevor man auf die Straße geht. Aber das können Sie doch nicht kontrollieren. Also das ist doch der Punkt. Sie üben ja auch mittlerweile durch Ihre mediale Präsenz eine Vorbildfunktion aus und ziehen sozusagen den Protest an. Und Sie können doch nicht kontrollieren, wer das nachmacht. Sie können übrigens auch nicht kontrollieren, ob nicht die identitäre Bewegung oder irgendwelche Rechtsextremisten morgen losmarschieren und auch Farbe übers Grundgesetz kippen. Das ebnet alles den Weg für radikale Protestformen, die sich gegen das wenden, was unsere feierliche Gesellschaft ausmacht. Nämlich, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden, dass wir über Themen sprechen und uns versuchen, gegenseitig zu überzeugen. Und ich verstehe, dass Sie sagen, wenn die Klimakrise so kommt, wie Sie sie sehen, dann ist diese Form von Diskurs gar nicht mehr möglich. Und deswegen muss jetzt darüber gesprochen werden. Ich verstehe dieses Argument. Deswegen den Gesellschaftsrat. Bitte nicht. Also wirklich, das wäre dann können das wir doch aber gerne noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ich will aber vorher sagen, das müssen wir drüber sprechen. Ja. Das machen wir. Das machen wir in ein paar Minuten. Ich finde die Frage noch interessant, die Herr Kuhle aufgeworfen hat. Also die Akzeptanz bei den Leuten. Es gibt eine Aussage zum Beispiel des linken Politikers Malte Heidorn und Jan Marose. Die haben wir mal vorbereitet. Die fand ich ganz interessant. Die sagen, die Aktivisten mögen die Flugreise meiden, ihre Aktionsformen aber sind abgehoben wie ein Urlaubsflieger. Sie wirken auf die Menschen im Land vielfach als das, was sie sind, als ein ausgestreckter Mittelfinger der Verachtung für das Leben von Normalbürgern. Die Aktionen sind Klassismus. Sie sind Ausdruck von Hass auf die kleinen Leute. Wenn die Leute in diesen Staus interviewt werden, hat man tatsächlich den Eindruck, dass an diesem Vorwurf etwas stimmt. Da muss ich sagen, Sie haben heute wirklich sehr gemeine Zitate rausgesucht. Also es gibt auch super viele Situationen. Klar, es gibt Situationen, wo Menschen sich aufregen, aber es gibt auch super viele Situationen, wo Menschen uns danken. Wir sehen wirklich auch, dass täglich neue Leute dazukommen. Und die jüngsten Entwicklungen zeigen ja auch, dass eben BürgermeisterInnen sich hinter uns stellen. Und da bin ich überzeugt von, dass es noch mehr sein werden. Weil eben Klimaschutz natürlich auch eine Kommunensache ist. Aber jetzt wirklich um die sogenannten kleinen Leute, die nicht einsehen, warum sie auf dem Weg zur Arbeit, zur Kita und manchmal auch zum Arzt hier aufgehalten werden. Ja, das verstehe ich. Ich habe auch ehrlich gesagt ein Jahr lang vorher Protest immer nur vor den Regierungsgebäuden gemacht. Aber wenn dann die Medien nicht darüber berichten, wenn auch die Politik es einfach wegignoriert und wenn der Protest eben nicht in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, dann
kommt es einfach nirgendwo an. Und das ist genau, was wir beobachtet haben. Es geht nicht darum, sich vor das Regierungsgebäude zu stellen. Es geht darum, in das Regierungsgebäude selber einzuziehen oder in das Parlament. Das machen wir doch auch. Nein, es geht darum, dass Sie selber für ein Parlament kandidieren. Es ist, was mich stört, ist sozusagen, das ist eine archaische Vorstellung der Trennung von Gesellschaft und Politik. Es gibt die Politik, ja, die machen das die ganze Zeit, 40, 50 Jahre. Und wir als Gesellschaft müssen sie zu irgendwas auffordern. Warum kommt das für Sie nicht in Frage? Tatsächlich, das war Sie können bei der nächsten Bundestagswahl können wir genau in umgekehrten Rollen sitzen. Da können Sie im Parlament sitzen und ich werde vielleicht abgewählt. Auf der Straße, Herr Kuhle. Sie sitzen möglicherweise, auf der Straße, wer weiß wofür. Ich will damit sagen, dass ich dann vielleicht nicht mehr im Parlament sitze. Okay. Aber das kann natürlich sein, das entscheiden die Menschen. Kann ich gerne antworten. Ja. Das Hauptproblem ist doch, dass die nächsten 4 bis 5 Jahre die entscheidenden Jahre sind. Bis man... Das sind die, in denen Herr Kuhle im Bundestag sitzt. Genau, und deswegen appelliere ich ja auch an die Menschen, genauso wie alle anderen auf der Straße, dass die Menschen, die eben jetzt schon dieses entscheidende Amt innehaben, dieses nutzen, um wirklich verantwortungsvolle Politik zu machen. Bis ich dort tatsächlich dann mal irgendwann im Bundestag sitzen könnte, ja, bis man überhaupt erst in die Position kommt, da sind die entscheidenden Jahre doch schon vorbei. Das stimmt nicht. Sie können jederzeit für eine politische Partei antreten, können sich wählen lassen. Mhm. Sie können in einer Partei übrigens auch inhaltliche Weichenstellungen herbeiführen. Wenn diese Dringlichkeit so ist, wie Frau van Baalen sie beschreibt, dann ist die nächste Bundestagswahl in 2,5 Jahren, da vergeht schon ein bisschen Zeit, ne? Das ist ein bisschen bis hin, aber dann muss man eben auf einem Parteitag der Grünen beispielsweise dafür kämpfen, dass die Grünen jetzt eine Neuwahl herbeiführen und sich dann entsprechend zur Wahl stellen. Wenn das alles so dramatisch und so wichtig ist und es jetzt Sie nur in dieser Zeit... Sie glauben das nicht an die Dramatik und ich glaube, dass wir vor historischen Komponente? Doch, ich glaube, dass wir vor historischen Kipppunkten stehen und dass wir unbedingt jetzt klimawirksame Entscheidungen treffen müssen, um den Klimaschutz zu gewährleisten. Aber ich glaube, dass klimawirksame Entscheidungen, um das Klima zu schützen, demokratisch getragen sein müssen. Okay. Und wenn das dann 4 Jahre dauert statt 2,5, ja, dann ist das so. Da ist dann tatsächlich die Forderung nach einem Tempolimit immer wieder schnell auf dem Tisch. Ja. Ich weiß, es gibt größeren Beitrag, aber es wäre ein Beitrag. Ja. Warum sperren Sie sich so? Die Frage ist, wie groß ist denn der Beitrag? Wir haben eine Studie des Umweltbundesamtes. Da steht drin, und da habe ich mich wirklich drüber gewundert, wenn wir ein Tempolimit einführen, dann fahren weniger Leute mit dem Auto. Der entscheidende Punkt ist doch, dass es 7 Millionen Tonnen einsparen kann. 7 Millionen, okay, 6,7. Genau. Nach der, wo drin steht, dass Leute einfach, weil sie Bock haben, mit dem Auto fahren. Die fahren aber nicht einfach mit dem Auto, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie zur Arbeit fahren. Genau, und weil, zur Schule, weil sie oder nicht, zur Uni oder weil was sie keine ÖPNV-Anbindung haben. Und da frage ich mich, warum dann der Deutschlandtakt jetzt wieder 40 Jahre verschoben wird. Warum ich dann 50. Also, warum ich dann irgendwann 2070, wenn ich selber 70 bin und vielleicht gar nicht mehr richtig laufen kann, damit rechnen kann, dass der Deutschlandtakt... Ich mag Volker Wissing sehr, aber dass er jetzt sozusagen in dem einen Jahr, wo er Verkehrsminister ist, schuld daran ist, dass der Deutschlandtakt um 50 Jahre verschoben wird, das glauben wir ja. Aber wenn wir bei Volker Wissing sind, da wissen Sie auch, dass zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst von den einzelnen Häusern in der Bundesregierung quasi verlangt, was da die sektorspezifischen Einsparungen an CO2 ist, und das schneidet regelmäßig der Verkehrssektor am schlechtesten ab. Deutschland verfährt viel zu viel Sprit. Statt der erlaubten 139 Millionen Tonnen CO2 kamen im vergangenen Jahr 150 Millionen heraus. Warum so wenig Ambitionen des Kollegen Wissing? Es ist überhaupt kein Wunder, dass der Verkehrssektor da schlechter abschneidet als beispielsweise der Gebäudesektor oder der Wärmesektor, weil man so einen Vertrag für die eigene Wärmeversorgung oder die eigene Stromversorgung einfach mal eben wechseln kann. Man kann von einem Jahr auf das andere sagen, ich nehme einen anderen Stromanbieter, ich nehme eine andere Wärmeversorgung. Das kann man einigermaßen hinkriegen. Bei der Wärme ist es schon intensiver. Aber die Menschen können sich eben nicht erlauben, sich jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen. Der Verkehrssektor ist träger als andere Sektoren. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, weil wir gemeinsam Klimaschutz wollen als Koalition, dass es einen Ausgleich zwischen den Sektoren gibt. Dass man also Dinge, die man im Bereich Strom, im Bereich Wärme, im Bereich Mobilität macht, dass man die miteinander verrechnen kann. Aber es ist klar, dass das beim Verkehrssektor nicht so schnell geht. Aber ganz kurz, also das reicht ja hinten und vorne nicht. Da wurde ein Sofortschutzprogramm von Herrn Wissing erstellt, das das Bundesamt noch nicht mal komplett durchgelesen hat, weil es von vornherein klar war, dass es unzureichend ist. Also da können Sie ja jetzt nicht sagen, okay, wir haben einfach nur nicht genügend Zeit, sondern selbst die Pläne, die für die Zukunft geschaffen werden, sind absolut unausreichend. Ja, wir müssen mehr machen im Verkehrssektor, das glaube ich auch. Ob das Umweltbundesamt das ausreichend gelesen hat, das können wir an dieser Stelle nicht klären.
Dennoch, die Politik Ihres Kollegen ist umstritten, gerade auch mit dem kurzfristigen Zurückweichen von dem Aus für den Verbrennermotor auf EU-Ebene. Da ich weiß, das sind Argumente von Seiten der FDP, die EU soll mal konkrete Wege aufzeigen, die Kommission, wie man synthetische Kraftstoffe künftig nutzen will. Dennoch ist es als Signal in diesen Zeiten natürlich verheerend. Aber warum? Es geht doch nicht darum, das Problem ist doch nicht, dass klimaschädliche Gase emittiert werden, sondern das Problem ist, dass diese klimaschädlichen Gase dauerhaft in der Atmosphäre verbleiben. Das ist das Problem. Und wenn wir einen Weg finden, wie wir diese klimaschädlichen Gase da wieder rausbekommen oder wie wir CO2-Speicherung machen oder wie wir es hinbekommen, dass nur Sachen verbrannt werden, die vorher aus das vorher schön, aber halt das Prinzip Gas Hoffnung, kommen, genau. Dann ist das doch gut fürs Klima. Also ich verstehe nicht, warum sozusagen warum Technologien, wo der Weltklimarat ausdrücklich sagt, dass wir sie nutzen müssen, wie zum Beispiel die CO2-Speicherung und Verpressung, warum dann wieder in Deutschland gesagt wird, also wir wollen Klimaschutz, aber bitte ohne neue Technologien. Also das sagt doch aber niemand. Niemand sagt, dass wir die neue Technologie nicht nutzen dürfen oder sollten. Im Gegenteil, wir sind für neue Technologie. Ja. Aber der Punkt ist doch, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass sie bis zu Tag X dann in so einer Masse und dann auch noch marktfähig und günstig bereitsteht, dass man damit alles lösen kann. Sondern gerade wenn man sich die E-Fuels beispielsweise anschaut, dann sehen wir, die müssen genutzt werden, aber vor allem vorrangig erstmal für Flugzeuge, für den Flugverkehr. Genau. Und da jetzt dieses Verbrenner aus zu blockieren, mit der Hoffnung, dass die E-Fuels das dann im Nachhinein wieder wegmachen, das finde ich ist schon ein bisschen utopisch. Aber ich bin sehr dankbar, dass das gesagt wird, weil damit sind wir uns einig, dass es auch nach 2045 auf der Welt Verbrennungsmotoren geben wird, beispielsweise in Flugzeugen. Das ist so. Wir werden die Verbrennertechnologie nicht komplett verlieren. Und es gibt heute schon Automobilhersteller, die in Südamerika E-Fuels produzieren wollen. Also wo ist das Problem? Wir wollen Klimaschutz, wir wollen, dass das Zeug aus der Atmosphäre geholt wird. Lass uns damit anfangen. Wir wollen auch mehr E-Mobilität. Aber das jetzt gegeneinander auszuspielen und zu sagen, der böse Volker Wissing, der verhindert jetzt den Klimaschutz, weil er klimafreundliche Motoren will, das verstehe ich nicht. Nee, da muss man schon einen Unterschied machen. Es ist absolut unrentabel, das für den Straßenverkehr zu machen. Es lohnt sich nicht, weil es zu viel Energie verbraucht. Es lohnt sich nicht, weil es zu teuer ist. Es lohnt sich auch nicht, weil wir gar nicht genug davon haben und das eben wirklich erstmal vorrangig für den Flugverkehr brauchen. Und da wäre es doch genauso ein richtiges Zeichen von Volker Wissing, sich hinzustellen und zu sagen, ja, der Verbrenner aus kommt, wir brauchen E-Fuels, aber wir brauchen sie an einer anderen Stelle dringender. Und sich dieses Hintertürchen jetzt offen zu halten und damit eben ein Signal an die EU zu senden von, wir sind nicht bereit, diese konsequenten Entscheidungen auch für den Klimaschutz zu treffen, das finde ich fatal. Wir haben jedenfalls, Zahlen da, Herr Kuhle, die zeigen, dass das Engagement der Bundesregierung auch in großen Teilen der Bevölkerung nicht als ausreichend betrachtet wird. Also 53% der Leute sagen, die Bundesregierung tue nicht genug gegen den Klimawandel. Oben sehen wir eine Grafik, die zeigt nochmal die starke Ablehnung der Protestaktionen der letzten Generation. Also beides ist gleichzeitig vorhanden. Ablehnung gegen ihre Aktion, aber auch ein Nichtbilligen ihrer Politik, die vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht ambitioniert genug ist. Gibt Ihnen sowas zu denken? Ja, das gibt mir zu denken und das ist der Grund, warum wir hier sitzen und miteinander ringen. Aber das zeigt doch, dass wir diese Auseinandersetzung auf demokratischem Wege miteinander führen müssen. Und ich finde, an der Stelle, wo man die Grundrechte besudelt, die uns diese demokratischen Rechte geben, ist eine Grenze überschritten, die ich nicht mehr mitgehen kann und die ich auch irgendwann nicht mehr ernst nehme. Das machen Sie ja jeden Tag mit Ihrer Politik. Nein, doch, das ist absolut. Sie führen uns mit den Zielen, mit den Klimazielen, die Sie gerade noch nicht mal einhalten, an eine 2 Grad heißere Welt, über die 1,5 hinaus, die wir 2030 überschreiten werden. Ja, und das ist, finde ich, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir verlassen den sicheren Raum ja nicht, was wir definitiv 2030 ab den 1,5 Grad tun werden und die Klimaziele nicht mal einzuhalten, die uns schon an die 2 Grad ranführen. Wie soll das denn nicht das Besudeln der Grundrechte? Warum machen wir uns gegenseitig nicht zu Verbündeten? Also warum ziehen wir nicht zusammen los und überzeugen Menschen davon, dass sich im Wirtschaften, dass sich im Arbeiten, dass sich im Verkehr Dinge verändern müssen? Mhm. Beispielsweise beim Kohleausstieg, der ja in Deutschland beschlossene Sache ist und der in vielen Regionen dazu führen wird, dass Menschen sich werden umorientieren müssen. Und mit den Menschen jetzt zu diskutieren und zu sagen, also es muss alles noch schneller gehen und außerdem dürft ihr auch euer Auto nicht mehr haben und wir verhindern auch, dass ihr morgens irgendwie möglicherweise zu eurer Umschulungsmaßnahme kommt, das wird dazu führen, dass wir Leute verlieren. Und deswegen ist meine Bitte und mein Appell, dass wir
sozusagen diese beiden Zahlen zusammendenken, also wenn in der Gesellschaft nicht genug passiert für Klimaschutz und gleichzeitig ein großer gesellschaftlicher Konsens dafür ist, dass diese Protestformen zu weit gehen, dann müssten wir doch gemeinsam dafür arbeiten, dass es mehr wirksame Klimaschutzmaßnahmen gibt. Und deswegen haben wir alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieses Landes angeschrieben. Deswegen treffen wir uns bald mit der FDP-Vorsitzenden und haben regelmäßig Treffen in der Politik, um das zur selben Zeit auch zu machen. Und trotzdem sehen wir auch... Das mehr als das Grundgesetz. Ich glaube, es braucht beides. Was Sie in solchen Verhandlungen wollen, das zeigen wir mal ganz kurz. Wir haben vorbereitet die drei Hauptziele, wie Sie es auch selber sagen, der letzten Generation. Also das Tempolimit, wir sprachen schon drüber, das 9-Euro-Ticket sprachen wir auch drüber. Und der ominöse Gesellschaftsrat. Darf ich mal ganz kurz fragen, was würden wir denn mit einem Tempolimit von 100 und einem dauerhaften 9-Euro-Ticket die Klimaziele einhalten? Nee, es geht erstmal darum, also deswegen hat es zwei Ebenen. Ne? Ja. Die Gesellschaftsrat, der eine größere Forderung ist, und die zwei eher kleineren Forderungen, die überhaupt erstmal zeigen würden, dass sie das wirklich ernst nehmen. Ja? Weil man muss nach jedem kleinen Strohhalm greifen in dieser Klimakatastrophe. Und wenn Sie sehen, dass das, wenn auch nur 7 Millionen Tonnen CO2 das Tempolimit einsparen würde, dann müssen Sie das doch ergreifen. Also ich verstehe nicht, wieso man dann sagt, ja, das ist ja nur eine kleine Einsparung, deswegen machen wir das nicht. Wir müssen auch die kleinen Einsparungen machen. Erklären Sie mir und den Zuschauerinnen und Zuschauern einmal ganz kurz noch, wie dieser Gesellschaftsrat genau aussehen soll. Und inwiefern er dabei helfen soll, unsere Klimaprobleme zu lösen. Ja, gerne. Also der Gesellschaftsrat würde einberufen werden von der Politik. Das ist unser Ziel. Da kommen dann eben Menschen, die zufällig gewählt werden, die aber ein Deutschland in klein abbilden, zusammen und diskutieren darüber, welche Maßnahmen es brauchen würde. Unter dem Leitsatz, wie schaffen wir es bis 2030 weg von den fossilen Energien zu kommen. Und das Ziel ist, dass dann eben ein Maßnahmenpamphlet erarbeitet wird, das an die Politik übergeben wird. Und die Politik verpflichtet sich dazu, darüber zu schauen, diese Maßnahmen ins Parlament zu tragen, hat aber dennoch ein Vetorecht, wenn irgendwelche speziellen Dinge wirklich gar nicht umsetzbar sind. Sie haben auch mal erklärt, dass dieser Gesellschaftsrat im Zweifelsfall das gewählte Parlament überstimmen dürfe. Nee, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, zu zeigen, dass die Politik sich selbst dazu verpflichtet, diese Dinge mit ins Parlament zu tragen und darüber zu sprechen. Und da ist ein super entscheidender Punkt, dass der Gesellschaftsrat eben eine Aufmerksamkeit des Landes braucht. Das heißt, was der Unterschied ist zu einem Bürgerrat, der schon stattgefunden hat, ist einfach, dass er in Talkshows vorkommen muss, dass darüber diskutiert werden muss, dass alle Menschen Bescheid wissen, dieser Gesellschaftsrat findet jetzt statt. Und der Vorteil für die Politik ist ja, und das ist das, was ich auch, wo ich sage, da können wir Ihnen gerne unter die Arme greifen, ist, dass Sie dann ja wirklich demokratisch ausgearbeitet einen Überblick über das Land haben, welche Maßnahmen sind gewollt und welche Maßnahmen sind nicht gewollt. Sie haben eben schon gesagt, Herr Kuhle, oh Gott, bitte nicht den Gesellschaftsrat. Was stört Sie daran, wenn Sie hier... Mich stört an dem ursprünglichen Konzept. Wenn Ihnen geholfen werden soll. Ja, also ich sozusagen... Man macht nichts lieber ernsthaft, als sich mit Leuten zu unterhalten über eine Verbesserung der Lage in diesem Land und damit auch über das Thema Klimaschutz. Was stört Sie? Gerne. Mich stört, dass in dem ursprünglichen Konzept, so wie ich es verstanden habe, der Gesellschaftsrat anstelle des Parlaments die Entscheidung über die Klimaschutzmaßnahmen treffen soll. Wenn jetzt eine Beratung gemeint ist, ja, also wenn jetzt sozusagen Menschen zusammenkommen und der Politik aufschreiben, was sie mal gerne hätten, aber das Parlament am Ende darüber entscheiden kann, dann bin ich offen. Erklären Sie auch, was ist gemeint? Für jede Form des Diskurses. Ich will nur sagen, wir haben in Deutschland schon mal diese Bürgerräte gehabt, ja, oder Gesellschaftsräte gehabt. Das ist ja ein schleichender Übergang. Und wenn man sich da die Ergebnispapiere durchliest, zum Beispiel der Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt, da wird keine klare Entscheidung getroffen. Das ist ein Wischiwaschi-Papier, mit dem man nichts anfangen kann. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, was diese Instrumente angeht. Also es ist Zweiteres gemeint. Wenn wir jetzt den Bürgerrat Klima anschauen. Also die Beratung, nicht das Übernehmen. Genau, die Beratung. Wobei man sagen muss, dass das Wichtige ist eben wirklich, dass die Politik es dann ernst nimmt. Bisher sind Gesellschaftsratpapiere einfach irgendwo in der Schublade verschwunden. Man hat da nicht mehr drüber gesprochen. Überhaupt nur 7% Deutschlands wussten, dass das stattfindet. Und das muss anders sein. Da muss das Auge der Bevölkerung drauf liegen. Und da muss die Politik dann eben auch Rede und Antwort stehen, wenn einzelne Dinge davon abgelehnt werden. Oder eben zusagen, wenn eben die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Und das natürlich nur, wenn es vereinbar ist mit anderen Gesetzen. Und was wir sehen beim Bürgerrat Klima ist, dass 70% der Bevölkerung für die Maßnahmen waren. Ich habe Ihnen das tatsächlich hier auch noch mal mitgebracht, denn die sind sehr konkret. Die sind sehr konkret für alle verschiedenen Bereiche. Und davon wurden bis jetzt, obwohl das vor Jahren stattgefunden hat, gerade mal 1 bis 2 umgesetzt. Das ist ein netter Service, da hat Herr Kuhle was zu lesen. Es ist ja so, dass erste Städte schon auf zumindest diese drei
genannten Forderungen eingehen und sogenannte Deals mit der letzten Generation machen. In Tübingen, Marburg und Hannover soll es künftig keine Protestaktionen quasi zum Dank dann mal geben. Ist das noch legitimer demokratischer Diskurs oder Erpressung gewählter Volksvertreterin? Also ich finde, das, was die Bürgermeister da machen, ist Gratismut. Am Ende sind das Leute, die sitzen im Rathaus und werden im Zweifelsfall durch die Gegend gefahren und wollen halt gerne gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern. Manche fahren auch mit dem Fahrrad. Manche fahren auch mit dem Fahrrad. Die wollen aber, wenn sie werden angesprochen, dass es keine Blockadeaktionen mehr in den Städten gibt. Und dann sagt man einfach, ja, ja, ich unterstütze das und es kostet nichts. Also der Oberbürgermeister von Hannover, Billet Onay, den ich persönlich kenne, ja, bin ich immer mit ihm einer Meinung, aber im Prinzip macht er das schon ganz vernünftig. Der sagt, ja, ich bin mit euch einer Meinung, dann hört ihr auf zu demonstrieren und es passiert einfach nichts. Lassen Sie sich da vielleicht verschaukeln? Und das ist doch, also das ist ein sozusagen, er kann seinen grünen Wählern erklären, jawohl, letzte Generation finde ich super, die Proteste hören auf, alle haben was davon und in der Realität hat sich nichts verändert. Wenn das so, also, wenn das so ist, wie Herr Kuhle sagt, lassen Sie sich dann verschaukeln von solchem Bürgermeister? Wenn Sie lassen sich verschaukeln und er lässt sich auch verschaukeln. Wenn absolut nichts passieren würde, ja. Aber ich glaube schon, dass es einen sehr großen Einfluss auch auf die Bundesregierung macht, wenn wirklich viele Städte sich zu diesem Gesellschaftsrat aussprechen. Das zeigt doch, dass das eine vernünftige Forderung ist. Und das trägt diese Forderung natürlich viel schneller und mit einem viel größeren Druck ins Parlament rein. Also kann ich nicht verstehen, wie Sie da sagen können, das hat keinen Effekt. Es hat einfach nur den Effekt, dass sie aufhören zu protestieren. Er kann sich dafür abfeiern lassen in Hannover. Und am Ende heißt es irgendwie, also er unterstützt das. Das finde ich. Also, die Bürgermeister, so ist, die schreiben ja auch Briefe an die Bundesregierung, ja, dann, in denen sie eben darlegen, wir möchten diesen Gesellschaftsrat. Und die Bundesregierung kommt ja irgendwann in Erklärungsnot, wenn wirklich sehr, sehr viele Städte das unterschreiben, warum der Gesellschaftsrat dann nicht kommt. Ich habe immer noch ein Problem mit der Legitimation dieses Gesellschaftsrates. Weil am Ende werden dort Maßnahmen beschlossen von Leuten oder vorgeschlagen, die gar nicht gewählt sind. Also wie kommt man dazu, dass Menschen sich dann an das halten, was dieser Gesellschaftsrat entschieden hat, wenn Menschen sich das ausdenken, die überhaupt nicht gewählt sind? Sollen ausgelost werden? Und ich meine, es gibt ja nun auch Expertenräte bisher, die werden nach Kompetenz besetzt und haben auch kein demokratisches Mandat. Das stimmt. Am Ende entscheidet glücklicherweise das Parlament, also Menschen, die gewählt sind und vor allen Dingen, die abgewählt werden können. Also wo man sagen kann, ich bin mit dem nicht einverstanden, was dort entschieden worden ist. Und das ist bei Bürger- oder Gesellschaftsräten eben nicht der Fall. Doch. Also es kommen ja Maßnahmen, die können nicht abgewählt werden. Nee, aber es kommen Maßnahmen heraus, die werden ja dann in der Gesellschaft durch repräsentative Umfragen quasi abgefragt, wie viel Zustimmung da besteht. Das wurde ja auch bei den Maßnahmen des Bürgerrat Klima gemacht. Da waren eben 70% der Bevölkerung dafür. Und das heißt, man hat ja dann eine Einordnung nochmal deutschlandweit. Was machen Sie, wenn sowas rauskommt wie in der Umfrage gerade? Wenn die Mehrheit sagt, also ich will, dass es grüneren Strom gibt und die andere Mehrheit sagt, die Stromkosten sind zu hoch. Und wenn Sie brauchen wir dann wieder neue Atomkraftwerke? Es findet ja unter der Prämisse statt, wie wir es bis 2030 schaffen, weg von den fossilen Energien zu kommen. Weil das die Physik Grundlage ist, an die wir uns halten müssen, wenn wir eben diese Klimakatastrophe nicht weiter befeuern. Noch eine Wissensfrage. Wenn Sie da auslosen, was ist denn, wenn das Los auf jemanden fällt, der den Klimawandel leugnet? Dann ist das so. Aber letztendlich ist es ja so, dass man dort zusammenkommt und beraten wird von Expertinnen. Und was bisher gezeigt wurde, ist, also es bildet ja Deutschland in klein ab. Ne? Und Deutschland soll, ja. Ja, das funktioniert auch wissenschaftlich. Mit 160 Mitgliedern funktioniert das. Das ist bewiesen. Dazu gibt es viele Studien und Konzepte. Und es ist ja nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen jetzt Klimawandelleugnung betreibt. Und dementsprechend, das sehen Sie auch bei den Maßnahmen, die ich Ihnen mitgebracht habe, steht daneben immer eine Prozentzahl an Mitgliedern quasi, die das unterstützen oder nicht unterstützen. Mhm. Lassen Sie uns noch mal kurz auf das Verhältnis zwischen der letzten Generation und den Kommunen kommen. Es gibt da eine besondere Situation in Hamburg. Dort wurde der regierende Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD und auch mehrere Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft in einem Brief ein Ultimatum gesetzt und mit Störaktionen gedroht. Es heißt dort, wenn bis Montag nicht auf ihre Forderungen eingegangen wird, wolle die letzte Generation ab Dienstag für eine, Zitat, maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Was haben die Kolleginnen und Kollegen da vor? Also es ist nichts anderes, als was wir bisher nicht auch schon gemacht haben. Es ist kreativer Protest, zusammengemischt mit quasi diesen Blockadeaktionen, dem Protest, den wir dort betreiben, der wird sich nicht groß unterscheiden. Wie sollten Bürgermeister auf solche Drohungen
reagieren? Also ich finde es richtig, miteinander zu sprechen, auf jeden Fall. Ich finde das auch gut, dass man im Dialog miteinander bleibt. Aber einfach zu sagen, ich werfe mich in den Staub und akzeptiere Blockadeaktionen, eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung, ich finde, da wären Bürgermeister ihrem Amt nicht gerecht. Ich bin als Bürgermeister doch gerade dafür verantwortlich, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wenn dann jemand sagt, ich störe jetzt maximal die öffentliche Ordnung, dem zu sagen, jawohl, ich gebe dir zu 100% recht, das ist eine Verhandlung mit Menschen, die einfach die Öffentlichkeit erpressen. Und das geht nicht. Frau van Baalen, Ihre Organisation oder Ihre Gruppe ist noch relativ neu, deshalb sind auch viele neugierig, manches verstört, manches überrascht. Laut einer Recherche der Kollegen der Welt am Sonntag haben wir einiges doch noch mal mehr erfahren. Da stand zum Beispiel, dass akribisch Buch über das Leben der Mitglieder und möglicher Neumitglieder geführt würde und dass sich da auch quasi von oben unterhalten wird und Fragen gestellt werden, konnte sich bislang nicht durchdrängen, das Studium zu schmeißen, also über mögliche Neubewerber oder dass sie zu ängstlich seien fürs Gefängnis. Warum werden solche Angaben von potenziellen Mitgliedern erfasst? Also erstmal muss man ja wissen, in welchen Protest kann man diese Personen jetzt integrieren. Ja? Die haben unterschiedliche... Und dann zu testen, wie radikal oder zu wie viel jemand bereit ist. Nee, Sie müssen ja, wenn Sie jetzt in den Protest gehen, müssen Sie ja wissen, kann es sein, dass ich über Nacht dafür eingesperrt werde oder nicht? Was für ein, in Anführungsstrichen, Gefahrenpotenzial birgt das für mich selber juristisch gesehen? Und dementsprechend müssen Sie das natürlich abfragen. Ich kann diese Personen ja jetzt nicht in einen Protest stecken nach Bayern, München beispielsweise. Also da richtet dann jemand darüber, der ist gesundheitlich nicht so fit, der ist mental nicht so stabil. Nein, da werden nur persönliche Präferenzen. Diese Zitate standen in diesem Bericht zumindest. Da werden persönliche Präferenzen abgefragt. Ne? Und bei gesundheitlichen Sachen oder sowas ist natürlich auch wichtig, wenn man wirklich mal über Nacht in so eine Zelle kommt, dass die Personen wissen, okay, wir müssen den jetzt Medikamente bringen oder der braucht bestimmte Dinge, um eben in dieser Zelle zurechtzukommen. Das ist letztendlich... Ist das wichtig, um bei Ihnen mitzumachen, bereit zu sein, ins Gefängnis zu gehen? Nein. Es gibt auch super viele Menschen, die nicht in den Protest gehen, die einfach nur im Hintergrund, sag ich mal, auch wenn das jetzt nicht geheim ist, Sachen organisieren, ja, die Vernetzungsarbeit machen, die Pressearbeit machen, die zum Beispiel Anwälte sind und uns pro bono unterstützen. Das sind dann die, die nicht auf die Straße gehen. Genau. Sie selbst waren schon insgesamt 20 Tage in Haft. Wie war das für Sie persönlich dort? Und kamen in dieser Zeit dann nicht auch mal Zweifel auf, ob das hier eigentlich richtig ist, was ich da mache? Na klar, das fragt man sich ja auch zwischendurch immer wieder. Also man hinterfragt sich immer. Und ich war insgesamt 6 Tage am Stück dort und da hatte ich sehr viel Zeit, um mich das zu fragen. Und bin aber auch immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, wir haben super wenig Zeit. Die Sozialforschung zeigt, dass es ein effektives Mittel sein kann. Und ich habe vorher alles andere ausprobiert. Ich habe versucht, an die Politik zu appellieren, vor dem Parlament zu demonstrieren, mit Fridays for Future mitzugehen. Und dementsprechend bin ich auch an dem Tag da rausgekommen und am nächsten Tag wieder in den Protest gegangen, weil ich zu der Schlussfolgerung komme, dass es vor allem, wenn wir uns das geschichtlich ansehen, das Richtige ist. Es heißt auch über Ihre Organisation, dass sie nicht wirklich demokratisch organisiert sei, dass es klare Hierarchien gebe. Es soll ein 6-köpfiges Kernteam geben mit einer gewissen Entscheidungsgewalt. Sind Sie Teil dieses Kernteams oder empfangen Sie dann quasi die Ideen von anderen und setzen die um? Also es ist eine funktionale Hierarchie. Das heißt, es geht nicht darum, dass Macht oder Wissen ungleich verteilt sind, sondern es geht darum, schnell reagieren zu können auf bestimmte Situationen und das eben gut organisieren zu können. Und nur dadurch schaffen wir das, diesen Protest auch in der Größe aufzuziehen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Befehle von irgendjemandem bekomme. Das heißt, dass ich für meinen Bereich selber entscheiden kann, wie ich das gestalten will, aber eben nicht auch noch über diese anderen Bereiche, wo ich gar nicht mitarbeite. Was macht denn dieses 6-köpfige Kernteam, wo Sie jetzt dann nicht mitreden? Die schauen zum Beispiel, dass eben die Werte und der Aktionskonsens eingehalten werden. Die schauen, dass die Teams einfach gut miteinander funktionieren. Solche Sachen. Das heißt, die behalten einfach so ein bisschen den übergeordneten Blick. Wie lange sind die im Amt? Die sind quasi seit Anfang an mit dabei. Und wie lange noch? Also was müsste man machen, um selber Mitglied des Kernteams werden zu können? Also es gibt nicht so wirklich so eine Abstimmung, sag ich mal, sondern es ist eher so, dass diese Menschen eben so ein bisschen den Überblick behalten. Man kann aber, und das ist super wichtig. Wo ist denn die demokratische Legitimation von denen? Das ist ja etwas, was wir eben in einem anderen Kontext auch besprochen haben. Also ich glaube, wenn Menschen sich anschließen, dann sind sie ja
quasi automatisch zufrieden damit, wie die Struktur funktioniert. Sonst würde man nicht dort in dieser Gruppe beitreten und Mitglied werden. Und das Wichtige ist aber, dass es trotzdem einen Feedback-Prozess gibt. Das heißt, dass Menschen Vetorecht haben, dass Menschen sagen können, das war nicht gut, das würden wir gerne anders organisieren. Der Religionspsychologe Michael Utsch sieht bei der letzten Generation Parallelen zu einer Sekte und sagt, rechtschaffene und intelligente Menschen lassen sich derart in eine apokalyptische Enge treiben, dass sie ihre Ausbildung abbrechen und Straftaten begehen. Was sagen Sie zu dieser Diagnose? Also ich finde es manchmal absurd, was für Menschen da irgendwie Aussagen treffen, weil es eben auch super viele Protestforscher gibt und vor allem Klimawissenschaftler, die ganz klar sagen, das ist keine apokalyptische Situation, die wir uns ausgedacht haben, sondern das ist leider die Realität. Und das ist auch keine Sekte, weil man kann jederzeit austreten, man kann jederzeit Kritik äußern, man wird nicht verfolgt oder ähnliches. Und dementsprechend hat es gar nicht dieselben Strukturen. Aber wie kommt Ihnen das vor, Herr Kohle? Na, ich finde es immer so ein bisschen komisch, dass man sagt, wir lassen uns von Wissenschaftlern beraten, wir lassen uns von Anwälten vertreten und die haben alle ihr Studium abgeschlossen und sind sozusagen in ihrem Job tätig und sie leisten sich sozusagen den Luxus zu sagen, also ich mache das Vollzeit-Demonstration und wir brechen unsere Ausbildung ab und lassen uns dann sozusagen begleiten von Menschen, die das aber fertig gemacht haben. Und ich glaube die ganze Zeit, dass es doch Menschen geben müsste, die aus dem Antrieb, etwas gegen den Klimawandel zu tun, heraus anfangen zu forschen, ihr Studium gerade fertig zu machen, neue Technologien zu entwickeln. Wo ist da der Ehrgeiz? Ich verstehe nicht, warum man sozusagen eine Protestform wählt, die offenkundig 80% der Menschen in Deutschland anwidert und gleichzeitig selber nichts dafür tut, indem man zum Beispiel Umweltwissenschaft oder Klimawissenschaft studiert, um einfach was dafür zu tun. Ich finde es maximal super interessant, dass Sie das sagen, weil es gibt so viele Klimawissenschaftler, die genau denselben Protest auch leisten wie wir, die mit uns mitkommen oder die selber eben zusammen als Kollektiv von WissenschaftlerInnen auch auf die Straße gehen und blockieren, weil sie sagen, was sollen wir denn jetzt noch tun? Die Studienlage ist da, wir haben alles ausgearbeitet, wir wissen, was eigentlich zu machen ist. Und trotzdem wird es eben von der Politik nicht aufgefasst. Also das ist ein bisschen ja, ambivalent, was Sie hier sagen. Denn ich könnte jetzt natürlich mein Studium anfangen, abschließen, dann forschen. Und wenn das dann trotzdem von der Politik nicht angenommen wird, dann habe ich das umsonst. Wir brauchen Sie in den politischen Parteien. Es ist schön, dass Sie sich mit Wissenschaftlern zusammensetzen. Das können Sie den ganzen Tag machen. Wir setzen uns aber auch mit Politikern zusammen. Ja, aber wir brauchen Sie in den politischen Organisationen. Mhm. Wir brauchen Sie als Ansprechpartner, als Leute mit einer eigenen Stimme. Ja? Das bringt alles nichts. Sie führen nur dazu, es führt nur dazu, dass wir alle miteinander reden. Wir sind uns einig, super. Ja, die Politik klopft sich gegenseitig auf die Schultern. Sie sind total frustriert und bilden eine Diskursgruppe, die am Ende mit der Politik überhaupt keinen Austausch pflegt. Das bringt nichts. Doch, wir sprechen jeden Tag mit Politikern. Sie müssen selber Politik machen. Ich habe auch eine eigene Meinung. Ich habe eine eigene Stimme, die ich ja hier jetzt auch gerade benutze und zum Besten gebe. Und dementsprechend hat das doch total viel Einfluss auch auf den gesamten Diskurs. Und es hat total viel Einfluss, wenn wir diesen Gesellschaftsrat eben wirklich etablieren. Und das ist ja das, was wir eben auch fordern von der Politik, dass dort ein Raum geschaffen wird, wo eben nicht nur ich letztendlich darüber diskutiere, was jetzt mit dem Klima passieren muss, sondern wo wir als Deutschland wieder mehr zusammen. Aber weil wir es vorhin hatten, wir haben doch sozusagen herausgearbeitet, dass in die nächste Bundestagswahl zu lange bis hin ist. Ich habe ein Angebot. Es gibt jetzt eine Landtagswahl in Bremen, es gibt eine in Hessen und es gibt eine in Bayern. Dieses Jahr. Das steht unmittelbar bevor. Da müsste doch eigentlich die letzte Generation antreten und sagen, jetzt ist es, wir wollen jetzt, es reicht, wir treten jetzt an. Das ist sicherlich nett gemeint. Schlagen Sie ein. Also super nett gemeint. Ich kann es auch nachvollziehen, dass das von Ihnen kommt. Und ich finde es auch, also ich finde es an sich ja gut, wenn Menschen auch in die Politik gehen. Aber letztendlich muss man sagen, dass das politische System einfach gerade ohnmächtig gegenüber dieser Katastrophe steht, es nicht hinbekommt und wir deswegen, denke ich, eben diesen Gesellschaftsrat brauchen. Ja, aber genau und den kann ich Punkt. Doch auch fordern, wenn ich nicht in der Politik bin und an sie herantragen. Denn ich finde es auch ein bisschen absurd, dass dann von allen jungen Menschen verlangt wird, in die Politik zu gehen. Vielleicht will ich gar nicht in die Politik gehen und trotzdem kann ich doch fordern, dass meine Lebensgrundlagen erhalten werden. Ja, aber an der Stelle, finde ich, passt das dann nicht zusammen. Also entweder Sie wollen, dass der Gesellschaftsrat nur berät oder Sie sagen, unser demokratisches System ist nicht in der Lage, die Klimakrise zu lösen. Dann wollen Sie, dass der Gesellschaftsrat doch anstelle des Parlaments entscheidet. Nein. Also ist die Demokratie jetzt in der Lage zu entscheiden oder ist sie nicht in der Lage? Sie haben mir gesagt, es sei zu langsam. Genau, es ist zu langsam und ich denke, sie ist eben in Kombination mit dem Gesellschaftsrat sehr viel besser in der Lage, weil sie dann einen guten Überblick darüber hat, was demokratisch mehrheitlich gewollt ist, wozu die Menschen bereit sind und dementsprechend natürlich auch bessere politische Entscheidungen treffen kann. Deswegen denke ich, geht das beides Hand in Hand und schließt sich nicht aus.
Mir macht das Sorgen, dass Sie sagen, die Demokratie sei nicht in der Lage, den Klimaschutz... Sicherlich könnte sie es, aber das ist einfach nicht, was wir in den letzten 30 Jahren erleben. Wir erleben kleine Tippeltappel-Fortschritte, ja, das schon, aber wir erleben eben nicht, dass tatsächlich große Dinge angepackt werden, dass tatsächlich auch die kleinen Sachen, die auf der Hand liegen, dass die kommen müssen, umgesetzt werden. Und das macht mir Sorge. Sie haben selbst in einem Tattoo-Studio gearbeitet, in der Kundenbetreuung, aber auch als Piercerin, haben das aufgegeben, um jetzt als Aktivistin zu sein, verdienen damit auch wenig Geld, aber ein bisschen was bekommen Sie. Wie viel ist das? 1.000 Euro im Monat. Ja. Und wie lange sehen Sie sich noch quasi in dieser Existenzform? Oder ist das, was Herr Kuhle anbietet, vielleicht auch aktiv in die Politik zu gehen, Mandate zu erringen, für Sie eine Option? Also ich würde super gerne auch einfach andere Sachen machen. Ja, es ist nicht so, dass ich total gerne in den Protest gehe oder total gerne jetzt in dieser Position hier bin. Aber aktuell, was ich gerne machen würde, ich glaube, ich würde gerne studieren. Ich würde gerne mich irgendwie eben auch mit anderen Themen beschäftigen. Ja, eigentlich habe ich ein Kunstfachabi gemacht. Das heißt, eigentlich brenne ich auch dafür. Und das würde ich gerne machen. Aber ich sehe einfach nicht, dass es gerade irgendwie etwas bringt. Weil letztendlich kann ich eben mein Studium abschließen. Die 3 bis 4 entscheidenden Jahre sind vorbei. Und deswegen glaube ich, dass ich gerade vor allem für die Gesellschaft in der Rolle gebraucht werde, in der ich gerade bin. Und das ist, diesen Klimaschutz voranzutreiben und die Politik aufzufordern, dasselbe zu tun. Wir haben es versucht, so viel Annäherung zu schaffen wie möglich. Es war eine interessante Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für Ihren Besuch. Wir werden diesen Dialog hoffentlich fortführen. Und Sie sagen ganz kurz, was Herr Kuhle machen muss, damit Sie endgültig aufhören, sich festzuhalten. Den Gesellschaftsrat einführen, bitte. Okay, wird Herr Kuhle nicht machen. Ich fürchte, nein. Wir müssen uns... Ich glaube, wir müssen weiter miteinander über Klimaschutz reden. Und das sollten wir tun. Das machen wir. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Und bis bald.